Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um diese Kamera, und zwar die GoPro. Als Fotograf bzw. als mancher Fotograf schleppt man so viel Equipment mit sich rum, dass ich mir schon überlegt habe, gibt es nicht einen einfacheren Weg? Wie ihr wisst, war ich vor kurzem in Ägypten unterwegs und ich hatte zwar die große Kamera mit dabei, aber ich habe eigentlich 95% nur mit der GoPro fotografiert. Und warum ich das gemacht habe und was die Vorteile von dieser ganzen Geschichte sind und wie man aus so einer Kamera richtig geniale Fotos und Videos rausholt, genau darum geht es in diesem Video. Zuerst einmal, was haltet ihr von dem Ton? Ihr hört jetzt den Ton von meinem Ansteckmikrofon, vorhin habt ihr den Ton von der GoPro gehört und wenn man nicht ganz so weit von der Kamera weggeht, ist der richtig super. Ich finde ihn echt genial, ich habe ihn in den letzten Videos so ein klein bisschen eingebaut und warum habe ich nur die GoPro verwendet? Oder fast nur die GoPro verwendet? Ich habe, glaube ich, ein Foto mit der Spiegelreflexkamera gemacht und das war eher nicht so toll. Ich fand die Fotos von der GoPro viel besser und zwar, weil man sie einfach überall mit hinnehmen kann und überall damit fotografieren kann. Das ist so eine kleine Kamera, die extrem viel kann. Also ich sage mal, das gilt eigentlich für viele Action-Kameras. Die vielen Tipps, die ich jetzt gebe, gelten für viele Action-Kameras, also auch für die DJI Osmo oder sowas in die Richtung. Doch ich habe mich für GoPro entschieden, weil ich die GoPro eigentlich schon seit der 3 verwende. Ja, regelmäßig. Ich habe eigentlich keine eigene. Ich besorge mir immer mal, wenn ich eine brauche, irgendwo eine, weil man findet sie eigentlich überall. Gut, anderes Thema. Ich habe mit der GoPro fotografiert, weil es sehr einfach ist, damit zu fotografieren. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte das gleiche Video filmen, das wir gerade filmen, dann brauche ich erstmal ein Stativ, ich brauche eine Kamera, ich brauche ein Objektiv. Das heißt hier alles mit drin und ich brauche es einfach nur in die Hand nehmen und es funktioniert. Im Vergleich zu einem Smartphone beispielsweise, ich könnte ja auch jetzt einfach das Handy rausholen, das gleiche machen, ist es trotzdem ein kleines bisschen einfacher. Was daran liegt, dass man von Haus aus ein paar mehr Einstellungen treffen kann, hier sage ich gleich noch was zu dem Thema, wie man die Kamera am besten einstellt, um tolle Videos und tolle Fotos hinzubekommen. Doch vorher geht es nochmal um ein anderes Thema. Nämlich um die Vielseitigkeit. Ich weiß gerade nicht, welche Kamera ich gucken soll. Nämlich um die Vielseitigkeit, die man mit dieser Kamera erreichen kann. Ihr könnt jetzt erstmal beurteilen, welches Bild so ein klein bisschen besser aussieht. Für die meisten Leute ist das sowieso nicht so relevant. Ganz ehrlich, ich habe in den letzten Videos sehr viel GoPro-Inhalte mit reingebracht, sehr viele Inhalte mit der GoPro gefilmt. Ist es euch aufgefallen? Hat es euch gestört, dass es ein Deo mit der GoPro gefilmt war? Mich eigentlich nicht. Also es ist eine schöne Möglichkeit, um ein Video so ein bisschen einen anderen Look zu geben, auch wenn man hier ein bisschen aufpassen sollte, weil dieser typische GoPro-Look halt nicht immer der richtige ist. Später dazu mehr. Gut, Vielseitigkeit finde ich an dieser Kamera ebenfalls genial. Man ist damit viel mobiler unterwegs. Ich kann sie einfach nur aus der Hosentasche rausholen und ein Foto machen. Ich kann sie ins Wasser werfen, komplett egal. Ich kann sie mit irgendwelchen Zubehörsachen, mit irgendwelchen Mounts hier auf die Brust klemmen, auf die Stirn klemmen, auf keine Ahnung wohin klemmen. Überleg dir mal, wie das mit einer Spiegelreflexkamera wäre. Oder mit irgendwas anderem in dieser Richtung. Jede Kamera, die man eigentlich für Fotos verwendet, wenn man die irgendwo hinmachen möchte, irgendwo an den Körper festklemmen möchte oder sowas, das funktioniert einfach nicht. Das ist der Vorteil in dem Moment von Actioncams. Und das eröffnet natürlich auch viele Möglichkeiten. Und diese vielen Möglichkeiten entschädigen so ein klein bisschen für die mangelnde Einstellung und für die mangelnde Vielseitigkeit der Kamera an sich. Denn wenn ich jetzt hergehen möchte und möchte, keine Ahnung, ich will näher ranzoomen, hier geht das wunderbar, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht. Bei der GoPro geht es irgendwie nicht. Also ich kann jetzt nicht hier näher ranzoomen, ich könnte im Video das Ganze zuschneiden, aber zoomen geht nicht, ich kann das Objektiv nicht verändern. Ich kann ein bisschen Zubehör dran klemmen, ja, ein Mikrofon oder sowas in die Richtung, ein externes, aber man ist hier doch schon recht limitiert, wenn man es mit einer größeren Kamera vergleicht. Dafür wird man mit einem ultra krassen Bildstabilisator zumindest mal bei der aktuellen belohnt und eben muss man sich nicht mehr um so viele Dinge Gedanken machen. Es gibt ein paar Einstellungen, die wir hier setzen sollten, aber es ist eine Point-and-Shoot-Kamera. Ich bin immer noch der Meinung, dass man sie super dafür verwenden kann und sie funktioniert einfach. Schaut euch die Bilder an, die ich in Ägypten gemacht habe. Unter Wasser mit einer Spiegelreflexkamera wäre das ein, glaube ich, 1000 Euro Unterwassergehäuse gewesen oder sowas in der Art. Die Kamera kann das einfach von Haus aus. Ich habe solche Bilder gemacht, aus dem Auto raus, in der Wüste, sonst irgendwas. Bei der großen Kamera hätte ich mir Gedanken gemacht, bei der ist egal, ist eine Actioncam, die hält so viel aus. Ich kenne relativ wenige Leute, die es geschafft haben, eine GoPro kaputt zu bekommen. Deswegen hat sie enorme Vorteile. Wer also mal nach einem neuen Winkel für die Fotografie sucht, wer nach einem neuen Winkel für Videos sucht, dem kann ich sowas definitiv ans Herz legen. Oder einfach jemand ist, der sagt, hey, ich bin unterwegs, ich bin jemand, der ist viel auf Reisen, ich bin jemand, der eigentlich relativ viel erlebt und auch in Situationen ist, wo man eigentlich keine Kamera rausholen sollte. In der Wüste, unter Wasser, ich weiß nicht genau, in einem Sandsturm, was auch immer.
Bei einer Actioncam würde ich mir da keine großen Gedanken drum machen. Doch was können wir einstellen, damit der Inhalt, das, was wir als Ergebnis aus dieser Kamera, nicht dieser, sondern dieser Kamera rausholen, deutlich besser ist? Die meisten Einstellungen, die ich euch jetzt sage, gelten sowohl für Fotos als auch für Videos. Kamera kann natürlich beides. In dem Moment ist die erste und wichtigste. Schaut euch das mal an. Das ist dieser typische GoPro-Look. Den hatte ich vorhin nicht in dem Video und das liegt einfach daran, dass ich nicht so weit eingestellt war. Also dass dieser Super-View, der kriegt quasi alles auf die Kamera und dementsprechend merkt man als Zuschauer auch relativ schnell, dass es mit einer GoPro gefilmt wurde. Kriegt man relativ einfach raus. Also ich sag mal, wenn ich so nah rangehe, das sieht einfach grauenhaft aus. Dementsprechend würde ich das umstellen. Das geht bei der Hero 7, die ich hier habe, leider nur bei 2,7K, nicht bei 4K. Aber ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so schlimm. Die Einstellung hier heißt linear. Linear sorgt dafür, dass es zwar ein bisschen weitwinklig aussieht und ich sage mal optisch meinem 1740, meinem Weitwinkelobjektiv, relativ nahe kommt, aber es verzerrt das Bild nicht so extrem wie jetzt. Ihr seht es schon, linear sieht nochmal komplett anders aus. Man kann mit diesem Winkel, mit diesem Sichtfeld, denn es ist keine Objektivänderung, es ist ja einfach nur ein Zuschnitt von dem eigentlichen Video, ein kleines bisschen spielen und kann halt diesen Superview verwenden, bei dem man fast alles sieht. Man kann so ein bisschen weitwinkliger gehen und man kann diese Ansicht verwenden. Und diese Variante würde ich euch auch empfehlen, in dem Moment, wo ihr versucht, möglichst natürliche Videos zu filmen. Alles unterstützt natürlich von der Bildstabilisierung, also egal wie sehr ich hier wackel, es sieht nicht total grauenhaft aus, finde ich echt nicht schlecht. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ihr seht es wahrscheinlich schon, ich habe es bereits umgestellt, ist die Pro-Tune-Funktion. So nennen die das in dem Moment. Das gibt uns die Möglichkeit, so ein klein bisschen mehr einzustellen und der Kamera ein paar Einstellungen mehr mitzugeben, um eben zu vermeiden, dass sie irgendwas falsch macht. Bei der Schärfe, das ist mal das, was das Schlimmste für mich ist. Die stelle ich immer runter, nicht ganz auf niedrig, sondern eher so auf mittel. Das reicht, um es nicht total überschärft aussehen zu lassen. Ist aber noch in Ordnung, dass man das irgendwie im Grading noch verwenden kann. Zum Thema Grading, es gibt ein flaches Profil. Dieses flache Profil verwenden wir aktuell zum Filmen. Ihr seht es vielleicht nicht, weil ich das Grading aktiv habe. Das heißt, ich schalte es mal aus. So sieht es schon mal viel besser aus und wir haben natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Ich habe das in meinen ganzen Tutorials zum Thema Filmen schon angesprochen, dass man eben aus hellen Bereichen deutlich mehr rausholen kann. Also, dass die hellen Bereiche nicht so sehr überstrahlt sind, die dunklen Bereiche nicht zu dunkel. Das gibt einem im Grading die Möglichkeit, den Kontrast und die Farbe selber anzupassen. Das sind die Möglichkeiten bei Video. Ich habe natürlich noch mehr Sachen eingestellt. Ich möchte nicht, dass ISO über 800 geht. Ich habe gemerkt, normalerweise steht es auf 1600. Wenn sie auf 1600 ist, dann kann es alles mal passieren, dass die Bilder zu verrauscht aussehen. Ich habe das hier, seht ihr das in dem Video, wo ich im Wildpark war. Da ist das Bild doch ein bisschen verrauscht und das sieht nicht ganz so schön aus. Dementsprechend limitiere ich das. Kann natürlich sein, dass so dadurch die ganze Sache zu dunkel wird, aber muss man klein ein bisschen darauf achten. Ansonsten Weißabgleich auf automatisch, Schärfe auf mittel, hatte ich ja schon angesprochen und das Bildprofil auf neutral. Heißt es neutral? Ich glaube ja. In Deutschland heißt es neutral. Gut, bei Fotos, was können wir bei Fotos machen? Die Einstellung ist sehr, sehr einfach. RAW. Die Kamera kann RAW fotografieren. Also ich, zumindest mal die Black kann das. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch können. Sollte deine GoPro nicht im RAW fotografieren können, dann verwende die gleichen Einstellungen wie für Video. Es sorgt auf jeden Fall mal dafür, dass du deutlich mehr aus deinen Bildern rausholen kannst, auch wenn sie nur JPEG kann. Aber RAW ist eine richtig geniale Möglichkeit, um mehr aus den Fotos rauszuholen. Bitte verwechsel das nicht mit dem RAW von so einer großen Kamera. Da ist natürlich nicht so viel Dynamikumfang mit drin. Da ist natürlich nicht ganz so viel Infos mit drin, weil die Kamera an sich ist halt immer noch eine Actioncam. Hier ist jetzt noch was, wo ich mich so ein klein bisschen dran gestört habe. Das habe ich sowohl bei Videos, das habe ich sowohl bei Fotos. Also sie ist nicht so eine Kamera, wo ich sage, hey, ich stelle mich mal hin und mach mal irgendwie 6 RAW-Bilder in der Sekunde oder sowas, sondern das dauert. Man muss hier wirklich ein bisschen langsamer fotografieren, man muss wirklich genau darauf achten, was man fotografieren möchte und in dem Moment, im richtigen Moment auf den Auslöser drücken. Ich habe unter Wasser fotografiert, ich habe unter Wasser Fotos gemacht und es hat in dem Moment einfach zu lange gedauert und meine Motive waren meistens verschwunden. Also, ist die GoPro ein guter Ersatz für eine Kamera? Nein. Ich würde sie nicht als einzige Kamera nehmen. Ich würde auch nicht hergehen und jetzt irgendwelche Kundenshootings, Porträtshootings oder sowas mit einer GoPro oder mit einer Actionkamera machen. In dem Moment vielleicht als Zweitkamera, dass man irgendwie sowas Behind-the-Scenes-mäßiges filmen kann oder sowas in die Richtung. Aber zum reinen Fotografieren würde ich sie eher weniger verwenden. Ich würde sie verwenden als Zusatz. Man kann tolle Fotos machen, die das Ganze unterstützen. Man kommt an Orte, die man sich nie gedacht hätte. Und zwar relativ einfach, nur weil das Teil so klein ist. Ich will eine Aufnahme machen, bei der ich aus meiner Kamera Tasche mich selber filme. Guck mal hier. Das geht.
Mit der Spiegelreflexkamera wäre ich nie so weit reingekommen, oder mit jeder anderen Kamera wäre ich nie so weit reingekommen, aber mit der funktioniert das super. Also wer an Orte möchte, die relativ schwierig erreichbar sind, oder bei Wetterbedingungen fotografieren oder filmen möchte, die nicht ganz so einfach sind, ja, das geht auch mit der Spiegelreflexkamera, aber mit der GoPro ist es sehr, sehr einfach. Ich nehme sie als Zweitkamera meistens. Ich habe sie in Ägypten als Hauptkamera benutzt, als einzige Kamera benutzt. Und es sind auch wunderbare Aufnahmen dabei rausgekommen. Was ich jetzt mit diesem Video sagen möchte, ist nicht, dass ihr eure Kamera verkaufen solltet und solltet euch eine Actioncam holen, sondern ihr solltet mal drüber nachdenken, ist das der richtige Weg? Geht es nicht auch manchmal einfacher? Ist es nicht so, dass ich auch hergehen kann und kann im Urlaub, auf Reisen, auf keine Ahnung, wo ich gerade bin, mit so einer Actioncam fotografieren, einfach weil ich ebenfalls viele Möglichkeiten habe, weil sie mir ebenfalls viele Möglichkeiten bietet. Auf der anderen Seite aber auch, weil sie relativ günstig ist und weil man sich eigentlich keine großen Gedanken drum machen muss, was mit der Kamera passiert, wenn es regnet, was mit der Kamera passiert, wenn man unter Wasser filmen möchte oder was auch immer, an irgendwelche Orte geht, wo man normalerweise mit einer großen nicht hingehen würde. Sie bietet viele Möglichkeiten, auch wenn sie leichte Einschränkungen hat, wie beispielsweise Dynamikumfang, beispielsweise Bedienung, die ist extrem tricky, beispielsweise, dass man das Objektiv nicht so einfach wechseln kann. Doch es bietet Möglichkeiten, die man mit einer großen Kamera nicht hat. Das ist mein Learning von heute für euch. Macht das mal, probiert es mal aus. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe mich mal so eingeschränkt, dass ich gesagt habe, ich filme nur mit einer GoPro, ich fotografiere nur mit einer GoPro. Es war für einen Urlaub richtig cool, für ein Auftragsshooting, also jetzt für ein Großprojekt oder sowas, wo es heißt, hey, mach mal 20 Mitarbeiterfotos. Das würde ich nicht mit der GoPro machen, auch wenn es vielleicht mal lustig wäre. Okay. Das war's für heute. Schaut vorbei auf videokurs.de für den kostenlosen Fotografie 1x1 Basic Videokurs und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Doch was sollen wir einstellen? Da ist er. Da. Ha. Doch was sollen wir einstellen, damit die Kamera... Ich muss warten, bis der weg ist, ey.